Ja, das heutige Spiel haben wir erste Halbzeit komplett verpennt. Durch individuelle Fehler sind wir 2-0 zurückgelegen. Gut, ich kann jetzt meine Mannschaft loben, dass wir nach dem 0-2 nicht aufgegeben haben und dann zurückgekommen sind. Auch wenn wir erste Halbzeit Gegenwind gespielt haben, wir dürfen uns in unserer Situation solche individuellen Fehler hinten nicht passieren, wo wir den Gegner wirklich die Tore vorlegen. Und haben trotzdem aber Moral gezeigt. Und zweite Halbzeit haben wir auch noch das eine oder andere gehabt auf dem Fuß. Brakel hatte auch ein Torchance, wo die 1 gegen 1 auf uns zulaufen. Aber wie gesagt, wir müssen an die Konzentration hinten in der Viererkette arbeiten, dass uns solche Fehler nicht mehr in der Zukunft passieren. Ich denke, das war tatsächlich ein wirkliches Spitzenspiel. Ja, beide Mannschaften haben trotz des Windes, glaube ich, ganz gut gespielt. Letztendlich leistungsgerecht 2-2, vielleicht mit einem leichten Touch mehr, bessere Chancen, die wir hatten. Aber es ist okay, da müssen wir mit leben. Wir haben sehr viel investiert und sind mit dem Punkt jetzt auch ein bisschen belohnt worden. Ja. Ja, auf jeden Fall die individuellen Fehler abschalten und direkt von der ersten Minute an bis zur letzten konzentriert auch dranbleiben und unsere Torchancen auch ausnutzen, so dass wir das Spiel auch dann nicht in so, ja, es war schon gefährlich für uns, das Ergebnis. Wir hätten auch das 2-3 kriegen können und ja, da werden wir dran arbeiten nächste Woche. Also auf jeden Fall konzentrierter in die Zweikämpfe, Ballbesitz, auf die Fehler achten, dass wir nicht so viele Fehler machen. Also ich muss sagen, Taktik ging auf. Wir haben heute extra mal, weil bei uns einige Leute fehlten, auch wichtige Leute, haben wir umgestellt auf 5-4-1. Ist normalerweise nicht unser Ding, aber das haben die Jungs spontan richtig gut umgesetzt und haben den Gegner also ja, vor viele Probleme gestellt. Nach hinten raus fehlten so ein bisschen die Kraft, die Körner, wie man immer so schön sagt. Na gut. Wenn man die Vorbereitung sieht, wundert mich das nicht, aber unterm Strich ist es natürlich ein Riesenerfolg für uns, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.